Lernen durch Education macht plötzlich Spaß, weil es eine andere Form von Lernen ist, nicht das klassisch Frontale, das wir vielleicht aus dem Unterricht kennen, sondern ich lerne, indem ich mich selber aktiv mit Inhalten beschäftige. Die Inhalte haben plötzlich Relevanz, weil ich sie brauche, um meinem Ziel näher zu kommen. Und ich habe immer wieder unterwegs Verstärker, ich habe Erfolgserlebnisse, die mich am Ende auch belohnen. Hallo, ich Hi. freue mich, dass ihr da seid und wir heute gemeinsam unseren ersten Educache legen mit euch. Wir hatten uns jetzt überlegt, dass wir das gerne zu dem Thema Vielfalt in unserer Stadt machen würden. Und als erstes würde ich vorschlagen, dass wir mal überlegen gemeinsam, dass ihr mal Orte überlegt, die in unserer Stadt für Vielfalt stehen. Für Educaching eignen sich besonders Orte, die mit der Geschichte, die man erzählen möchte, etwas zu tun haben. Orte, die zum Beispiel für Vielfalt in der eigenen Stadt stehen. Die Recherche kann mit Wikipedia, Google Maps und Co. beginnen. Bevor es dann rausgeht, braucht man das richtige Equipment. Ein GPS-Gerät, Zettel und Stift, Fotokamera und Cashbehälter. Super, na, dann machen wir doch mal los. Packen wir unsere Sachen ein und recherchieren mal vor Ort und suchen uns die besten Plätze. Los geht's. Vor Ort werden geeignete Stellen gesucht, an denen etwas versteckt werden kann. Damit auch ungestört gesucht werden kann, sollte der Ort etwas abseits liegen. Und für den Behälter sollte natürlich auch ein möglichst schönes Versteck gefunden werden. Dabei gilt: nicht vergraben, nicht auf privatem Grund verstecken und einen Mindestabstand von 160 Metern einhalten. Ja, ich habe hier was gefunden. Also hier kann man dann unter dem Stein das schön verstecken. Ist der richtige Ort oder der Hinweis dann gefunden, heißt es Koordinaten nehmen. Hier ist es wichtig, diese möglichst exakt zu bestimmen, also mehrmals auszumessen, um Fehlerquellen zu minimieren. Im besten Fall wird eine Genauigkeit von 4 Metern erreicht, deswegen sollte häufig ein zusätzlicher Hinweis gegeben werden. Wie und ob das Gerät die Funktion Mitteln zur exakten Koordinatenbestimmung aus mehreren Messungen bietet, sollte der Anleitung zum GPS-Gerät entnommen werden. Es muss aber nicht immer ein Versteck sein, um daraus Aufgaben zu erstellen. Indem man beispielsweise das Geburtsdatum einer historischen Persönlichkeit einbindet, kann man die Geschichte bereichern. Dazu können vor Ort Hinweistafeln oder wie hier Stolpersteine in das Spiel einbezogen werden. Sind dann alle Behälter ausgelegt und der Laufzettel erstellt, geht es mit einer Testgruppe los. Diese soll, auf sich gestellt, den Educache finden. Sie werden dabei von den Machern begleitet. So werden mögliche Fehlerquellen schnell entdeckt und können vor der Veröffentlichung korrigiert werden. So, hier dürfte es jetzt sein. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Ja. An der Testgruppe sieht man auch schnell, ob die Geschichte gut erzählt ist, Weg und Aufgaben Spaß machen und ob die Inhalte zur Beschäftigung mit dem Thema anregen. Hier ist auch nichts. Hier auch nicht. Vielleicht wird von einer Brücke. Sollen wir da mal gucken? Okay. Ist hier was? Hey, hier. Ja, hier. Ja, voll. Ach. Das ist ja der Fender. Stellt Vielfalt anhand einer Fotoreihe, in Klammern 5 Foto. Da. Hast du deine Kamera dabei? Ja. Wenn es gelingt, dass sich die Gruppe, wie hier im Beispiel, mit dem Thema produktiv auseinandersetzt und dabei auch noch Spaß hat, so ist der Educache gelungen und kann veröffentlicht werden. Zum Beispiel auf menschenrechte.jugendnetz.de.